In diesem Video erfährst du, wie Selbstsabotageprogramme, die wir alle in uns haben, die Entwicklung unserer Kinder völlig ohne Not hemmt. Selbstsabotageprogramme ist ein Gedanke aus der Vergangenheit und dieser Gedanke kommt meistens aus unserer eigenen Erziehung. Das kann sowas sein wie, ich bin nicht gut genug, um mein Kind im Wasser selbstständig zu begleiten. Ich bin nicht gut genug, um einen wundervollen Partner an meiner Seite zu haben. Ich bin nicht gut genug, um beruflich weiterzukommen, um mehr Geld zu verdienen. Und diese Selbstsabotageprogramme sind einfach so in uns, in unserem Unterbewusstsein und manche sogar schon in unserem Bewusstsein. In Bezug auf das Schwimmen höre ich immer wieder folgende Selbstsabotageprogramme. Wir haben keinen Zugang zu natürlichen Gewässern. Wir können uns es nicht leisten, zum Retreat zu kommen, zum Meeresretreat oder zu den Schwimmferien zu kommen. Mein Partner wird es nicht verstehen. Er möchte meinem Kind das Schwimmen beibringen. Ich kann ihn nicht ins Boot holen. Wie soll das alles funktionieren? Bald steht das Schulschwimmen vor der Tür und so weiter. Du kannst gerne jetzt auf Pause klicken und deine Gedanken aufschreiben, die gegen das freie Schwimmen lernen in der Natur sprechen. Denn häufig sind das Programme, die eine ganze Reihe von Gedanken nach sich ziehen, ohne dass wir uns die Zeit nehmen, mal auf Pause zu klicken in unserem Kopf und zu sagen, okay, jetzt schreibe ich mir alles auf. Zum Beispiel, wir haben keinen Zugang zu natürlichen Gewässern und das freie Schwimmen an natürlichen Gewässern braucht es aber. Und 3 Wochen Urlaub können wir uns sowieso nicht leisten. Wir kriegen maximal 2 Wochen Urlaub und so weiter und so fort. Schreibe alles detailliert auf. Das hilft dir, diesem Gedankenstrom, der dahinter steht, Herr zu werden. Je besser du mit diesem Programm umgehen kannst, desto leichter und wundervoller wird dein Leben. Denn plötzlich werden sich ganz viele Türen öffnen, an die du in diesem permanenten Gedankenstrom überhaupt nicht gedacht hast. Denn du hast mit jedem Selbstsabotageprogramm alle Türen schon geschlossen, bevor überhaupt sich etwas Neues auftun konnte. Hier ist ein Beispiel für das Selbstsabotageprogramm. Mein Partner wird es nicht verstehen. Der will seine Ruhe haben und jetzt komme ich wieder mit was Neuem. Und jetzt sollen wir auch noch in die Natur. Also er möchte ins Schwimmbad und jetzt sollen wir nicht ins Schwimmbad. So, also dann haben diese Eltern das aufgeschrieben und sind mit diesem Gedankenstrom zu ihren Partnern gegangen. So was macht man natürlich abends, wenn die Kinder schlafen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Partner sagte, Moment mal, das denke ich doch aber gar nicht. Und wenn ja, hey, dir scheint es wichtig zu sein, lass uns es doch mal einfach ausprobieren. Oder es entstand wirklich ein tiefes Gespräch darüber, was wollen wir denn eigentlich? Was ist unser Ziel in Bezug auf das Schwimmen? Und plötzlich öffnete sich ein ganz neuer Raum, der wirklich auch viel, viel Freude machen kann, wenn man wirklich gemeinsam in diese Reflexion kommt. Okay, was ist dir wichtig? Was ist mir wichtig? Und worauf soll das Ganze eigentlich hinauslaufen? Denn es geht ja nicht um die nächsten 2 Jahre. Es geht ja nicht um die nächsten 4 Jahre, sondern es geht darum, dass wir unsere Kinder so begleiten, dass sie ab dem Jugendalter selbstständig in der Welt sich be bewegen können. Deshalb lade ich dich ein. Erstens also, notiere dir deine Gedankenflut auf. Versuche sie wirklich so detailliert wie möglich alle zu erwischen. Und frage dich hinterher, kann ich mir wirklich sicher sein, dass das, was ich da aufgeschrieben habe, stimmt? Beispiel. Wir bekommen keine 3 Wochen Urlaub am Stück. Kannst du dir absolut sicher sein, dass es so ist? Ja, das sind ja so diese 4 Fragen von Byron Katie. Sie fragt zuerst, bist du dir sicher? Sagt ihr, ja, natürlich, ja. Unser Chef hat es doch gesagt, mehr als 2 Wochen sind nicht möglich. Okay, gut. Dann
kannst du dir absolut sicher sein, dass das stimmt. Geht es schon los. Da sagen schon ganz viele, na, absolut sicher kann ich mir natürlich nie sein. Und jetzt geht die Tür langsam auf. Und jetzt kannst du dir überlegen, bin ich denn bereit, durch diese Tür wirklich durchzugehen? Oder ruhe ich mich auf meinem Selbstsabotageprogramm aus? Wenn du sagst, nein, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und ich will die Selbstsabotageprogramme auflösen, dann ist der zweite Schritt, sie zu überprüfen. Jeden einzelnen Gedanken. Kann ich mir hundertprozentig sicher sein? Kann ich mir absolut sicher sein, dass das stimmt? Der dritte Schritt ist ein bisschen schwerer. Denn wenn du sagst, okay, ich öffne mich jetzt dafür, dass unser Chef uns mehr als 2 Wochen Urlaub am Stück gibt, braucht jetzt dein Gehirn Zeit und Raum, um sich das vorzustellen. Und das ist letztendlich nichts anderes als zu manifestieren. Du manifestierst etwas, du holst etwas ins Jetzt, was in der Zukunft liegt. Und hier liegt der Schlüssel. Lerne lieber früher als später eine Manifestationstechnik, mit der du erfolgreich bist. Ich erzähle immer wieder, meine erfolgreichste Manifestationstechnik ist die Intentionsarbeit, die ich selbst anbiete. In der Gruppe, die jetzt läuft, machen wir eine erfolgreiche Intention nach der nächsten. Denn in so einer Gruppe musst du nicht meditieren, du musst dich mit nichts auseinandersetzen, du sagst einfach nur, was du brauchst und die Gruppe trägt dich dahin. Das ist aber mein Weg und es kann aber sein, dass du sagst, nein, so eine Gruppe, das ist nichts für mich, ich bin eher ein Alleingänger, ich will das für mich allein herausfinden. Dann empfehle ich dir zum Beispiel den YouTube-Kanal Wach auf. Dort erfährst du, was manifestieren ist, worauf du achten kannst und wie du das Ganze angehen kannst. Zu Dispenser habe ich schon etwas gesagt in meinem Podcast. Der Titel lautet: Sollten alle Eltern Dispenser kennen? Das heißt, ich empfehle dir, suche dir so früh wie möglich eine Manifestationstechnik aus, um über dich hinauszuwachsen. Denn eine Sache ist mir in den letzten Monaten immer mehr aufgefallen. Diese Selbstsabotageprogramme, das ist nur der Anfang. Ihnen auf die Spur zu kommen, es ist nur der Anfang. Sie aufzulösen, ist auch nur der Anfang. Und dann kommt was ganz Magisches. Wir werden uns bewusst, wie eingeschränkt wir leben. Und jetzt kommen wir zu einer Erklärung, mit der wahrscheinlich hier niemand rechnet. Und zwar geht es um Michel Foucault und ein Buch, das nach seinem Tod erschienen ist, über die Geschichte der Sexualpraktiken. Und als ich das gelesen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Und zwar geht es nicht wirklich direkt um Selbstsabotageprogramme, sondern es geht um die Kunst, sich selbst zu regieren. Dann ist mir das Licht aufgegangen. Natürlich, Selbstsabotageprogramme sind nichts anderes als die Kunst, sich selbst zu regieren. Sie werden in uns quasi installiert, wie auf einem Computer. Sie laufen. Und wir regieren uns damit selbst. Was meine ich damit? Selbstsabotage ist fest in unserer Kultur verankert. Sie hat eine wichtige Funktion, um das System zu erhalten. Wie tief alle Programme in uns sind, weil wir genau in dieser Kultur aufgewachsen sind, zeigt Foucault in der Analyse der Geschichte der Sexualität. Foucault zeigt, wie diese Mechanismen der Macht miteinander verwoben sind und zu einer ständigen Selbstüberwachung und Kontrolle der Sexualität führen. Der Einzelne wird zum Aufseher seiner selbst, der seine Gedanken und Begierden ständig im Hinblick auf die Gebote der Kirche beurteilt. Selbst in der Einsamkeit seines Zimmers entkommt der Einzelne dem Einfluss der Kirche nicht.
Die internalisierten Normen und die Angst vor Sünde und Strafe führen zu einer ständigen Zäsur der eigenen Sexualität. Das heißt, selbst wenn du alleine bist, na, diese Einsamkeit des Zimmers, feuern solche Selbstsabotageprogramme weiterhin. Das heißt, letztendlich sind wir nie alleine in dem Sinne. Wir kontrollieren uns selbst, obwohl wir alleine sind. Und das nicht nur in Bezug, so wie Foucault das hier beschreibt, ne? Also es geht natürlich um das Verhältnis Kirche und Sexualität und wie die Kirche Macht ausgeübt hat oder immer noch ausübt auf uns und auf unser Sexualleben, sondern es geht um alle Selbstsabotageprogramme, die für mich heute tatsächlich eben Techniken sind, sich selbst zu kontrollieren. Und zwar letztendlich, weil wir eine Angst in uns tragen. Und deshalb sind alle Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, alle Therapien, letztendlich drehen sie sich immer um unsere Ängste. Angst, beschämt zu werden oder gedemütigt zu werden, Angst, verlassen zu werden oder die Angst, abgelehnt zu werden. Das sind so diese drei typischen Ängste, die wir als Kinder erlebt haben, vielleicht auch in irgendeiner Mischung. Und jetzt geht es darum, sie aufzulösen. Das heißt, wir regieren uns selbst, wir kontrollieren uns selbst, weil wir vor irgendetwas Angst haben. Und das ist jetzt der letzte Punkt, wenn du an diesen Punkt kommst, wenn du herausfindest, wieso denke ich eigentlich? Wieso sabotiere ich mich selbst? Und wenn dir bewusst wird, wovor du wirklich Angst hast, und wenn dir dann noch bewusst wird, dass diese Angst höchstwahrscheinlich aus den ersten 6 Lebensjahren kommt, und wenn du dann auch noch dich an eine Situation erinnerst, wo du diese Angst das erste Mal gespürt hast, dann kannst du sie auflösen. Mit welcher Technik auch immer, aber zumindest weißt du, was in dir wirklich vorgeht und dass das Ganze, diese ganze Kette zwischen Gedanken und Gefühlen und Erinnerungen mit dir, mit deinem Wesen gar nichts zu tun hat. Und das Beste kommt jetzt. Eher du diese Dinge auflösen kannst, desto leichter wird dein Leben. Du wirst attraktiver. Du strahlst viel mehr Kraft aus. Du strahlst sowieso viel, viel mehr. Du wirst attraktiver auch für deinen Partner. Und vor allem wirst du für dein Kind zum Leuchtturm, immer mehr, zu einem immer größeren Leuchtturm. Das heißt, unterm Strich, Erziehungsratgeber, Erziehungstipps, alles schön und gut. Alles hat eine Daseinsberechtigung. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, unsere Ängste aufzulösen, unsere Programme aufzulösen, damit wir frei sind. Und je freier wir sind, desto leichter wird es und desto mehr wissen wir, was ist richtig und was ist falsch. Wir werden immer in der Interaktion mit anderen fragen oder herausfinden, ist das mein Weg? Ist das nicht mein Weg? Ich glaube nicht, dass wir Eremiten sind. Also davon werden wir nicht loskommen. Aber dieser innere Kompass, über den alle sprechen, ja, der wird immer klarer und klarer und klarer. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das freie Schwimmen in der Natur und dann noch kompetenzorientiert, bedürfnisorientiert und so weiter, das ist überfordert mich, das ist nichts für uns. Dann teste es wenigstens, ob es wirklich wahr ist, dass das wirklich nichts für dich ist. Ich bin der Meinung, dass das absolut für jeden möglich ist. Aber das ist nur meine Meinung. Das muss jeder für sich mit solchen Übungen einfach austesten. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen, auch in anderen Lebensthemen, diesen Selbstsabotageprogramm auf die Spur zu kommen.
Wenn du mehr über Manifestationstechniken erfahren möchtest, dann empfehle ich dir jetzt, die Podcast-Folge über Joe Dispenza anzusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.